Ja, Sir, ist der Lenz hier. Schön, euch wieder mit dabei zu haben zum 29. Mal bei... auf Lenz Playground bei Far Cry 4. Ich hoffe, ihr seid weiterhin ähnlich begeistert wie ich dabei. Oh Gott, wobei das Adrenalin, was ich momentan verspüre hier oben mit Schneeleoparden auf dem Gipfel der Erde unterwegs zu sein, wahrscheinlich nicht so gut rüberkommt, wenn man es nur zuschaut, anstatt es zu spielen. Vor allen Dingen, weil ich nie weiß, welche Steigung zu steil für meinen Charakter ist und welche er noch tatsächlich aushält. Ich nehme mal gerade den Pfeil und Bogen in die Hand, da ich annehme, hier oben noch auf Leoparden zu stoßen und gerne einen Clean Kill erreichen würde, um genügend Schneeleoparden, um mehr Schneeleoparden Felle zu erhalten, um dann wieder was draus bauen zu können. Wobei eigentlich meine Hauptaugenmerk gerade darauf liegt, wieder irgendwo neuen Sauerstoff herzuerhalten. Was? Wo habe ich denn den jetzt gefunden? Den habe ich gar nicht gesehen. Aber irgendwo lag da wohl offensichtlich einer. Von einem freundlichen ehemaligen Kletterer hier zurückgelassen. Was mag er wohl sich dabei gedacht haben? Ich weiß es nicht. Aber ich bedanke mich bei ihm. Und hoffe, er war keine von den Leichen. Etwas schaukeln. Etwas schaukeln. Und detach. Jawohl. Und drauf hier. Ja, das hat jetzt schon so eine richtige Spannung, muss ich sagen. Für mich jedenfalls, weil der Druck durch den Sauerstoff, die Sorge, irgendwo von einem Gegner entdeckt zu werden, das Wissen, dass sich hier oben Schneeleoparden herumtreiben und zusätzlich die Sorge, abzurutschen, jederzeit abrutschen zu können, das addiert sich schon ganz gut zusammen. Oh Gott, sollte das gewesen sein? Okay, das war das, was sie hätten holen sollen. Gib mir deinen Sauerstoff. Gib mir all deinen Sauerstoff, der gehört alles mir. Ah, und jetzt soll ich mit dem Wingsuit hinab. Okay, mache ich doch gerne. Ole. Mal schauen, ob ich das überleben werde. Auf jeden Fall sind wir jetzt das erste Mal wirklich mit dem Wingsuit unterwegs. Und werden eventuell sogar überleben, weil das Spiel uns einfach direkt auf den Boden wieder aufkommen lässt. Es wäre nicht so würdig, wie wirklich zu überleben, aber meine Güte. Ich beschwere mich nicht, wenn ich nicht draufgehe. Jawohl. Ja, yeah, Mann. Grins. Yep. Ich werde es für mich behalten. Kannst du mir was verkaufen? Namaste! Namaste! Buddy, ich würde gerne meine Waffen wieder wechseln. Komm schon, du bist ein Sherpa, du sollst mir doch was verkaufen. Du bist ein Jack. Du sollst... Ja, vielleicht hättest du mal lieber ein Shopkeeper sein sollen. Denn dann könnte ich jetzt bei dir was einkaufen. Aber du wolltest ja mal wieder keiner sein. Alle versuchen mich... hinterrücks übers Ohr zu hauen. Ja, dann könnten wir aber eigentlich hier auch gleich den nächsten Sternauftrag machen. Da ist auch gleich ein Money Wheel daneben. Das können wir natürlich auch noch drehen. Ja, das machen wir auch. Da begeben wir uns jetzt hin. Schauen wir mal, ob ich mit dem Wingsuit überleben sollte. Auf jeden Fall speichern wir auch nochmal. Mitten im Sprung natürlich. Das ist die Hauptsache. Geronimo! Okay, wir können ihn direkt auswählen, nachdem ich losgesprungen bin. Wie war das jetzt mit dem Fallschirm? Grün? Ja. Cooles Ding! Ich habe überlebt. Komm schon, das ist ein Applaus wert. Wie immer gebe ich ihn mir selber. Lonesome Planet, Kirat Nummer 4. Schamanism und die Damis. Schamanism ist jetzt sehr rar in Kirat, aber es wird immer noch in manchen Ecken des Landes praktiziert. In Orten, die hier bekannt sind als Ashrams. Die Zauberdoktoren
auch Dharmis genannt, handeln als Vermittler zwischen der Geisterwelt und der materiellen Welt. In Kirat sind Attacken von unterschiedlichen Geistern angesehen als Grund für Krankheiten. Die Rituale involvieren oft das Opfer eines Hahns oder einer schwarzen Ziege, ganz abhängig von der Affliction. Der Lonesome Planet ist ein von Backpackern häufig konsultierter Reiseführer. So. Meetings, Ajay. Ja, grüß dich auch. Schön, dich zu sehen. Ah, 5 weitere für einen weiteren Reward, okay. Ajay, I have a friend of God. He tells me that Pagan's men are hunting after the ruby of Prabhudana. Okay. The blood ruby and the eye of enlightenment. Na. The ruby must be returned to its people when the country is safe. Until then, don't let them steal it. Okay. They'll sell it. And we'll lose a piece of our head. Na, das werde ich doch beschützen. Genauso wie ich all die anderen Sachen beschütze, die ich aus den Leichen hole. Ah, okay. Die goldenen scheinen also die Malaya-Aufträge zu sein. Wo man regelmäßig im Himalaya unterwegs ist. Warum sind da hinten 2 Kollegen? Hey, Teufelsfisch. Teufelsfisch. Wir machen Teufelsfische. Wie lockt man die an? Blub, blub, blub. Vielleicht? Ich weiß es nicht. Das war ein großartiger Scherz, courtesy of Lance. Wenn ihr mehr solche großartigen Scherze hören wollt, müsst ihr bloß länger mit dabei bleiben. Länger mit dabei bleiben. Denn immer dann, wenn ich gerade nicht weiß, was ich sagen soll, wird ein solcher wieder aufkommen. Komm schon, Teufelsfisch. In anderer Leute Videos habe ich so viele auf einmal von euch gesehen. Und wenn ich mal angegriffen werden möchte von deinen rasiermesserscharfen Spitzen, Nagelzähnen, dann zeigst du dich einfach nicht. Sauerei. Na ja, gut. Ja! You fart for your country? Hast du das gerade wirklich gesagt? Ich denke doch, er hat es gesagt. Ja, furzt für seine, für sein Land. Ist gut, schön zu wissen. Das ist offensichtlich eine der größten Ehren, die man einem Kirati offenbaren kann, für ihn zu furzen. Wieder was gelernt. Ich meine, andere Länder, andere Sitten und so, ne? Wer sind wir, uns darüber zu echauffieren, wie sie gegenseitig ihren Respekt ausdrücken? Na gut, ich habe gedacht, ich würde jetzt nach dieser Episode aufhören aufzunehmen, aber da wir gerade wieder einen weiteren und voll frontal mit der Fresse in die Wand, da wir gerade wieder so einen Himalaya-Auftrag angenommen haben, wird es sich wahrscheinlich wieder über 2 oder 3 Episoden vollstrecken. Ich habe kein großes Problem damit. Wird halt nur irgendein anderes Spiel noch länger warten müssen, bis ich es wieder aufnehme. Ihr habt gemerkt, dass ich jetzt nicht immer alle Serien täglich bringe. Das ist zwar mein erklärtes Ziel, aber es ist doch ein Hobby, ein Spaß, den ich mir mache, der mit relativ viel Arbeit verbunden ist, die ich auch gerne mache, aber ich möchte mich trotzdem nicht davon stressen lassen, weil ich auch annehme, dass sich jeglicher Stress, den ich beim Zocken verspüren würde, für euch im Kommentar bemerkbar machen würde. Und ja, ich meine, macht ja keinen Spaß, jemandem zuzuhören, der gerade nicht wirklich Bock drauf hat zu spielen, oder? Neue Munition, gibt's noch was anderes hier oben? Nur das coole Auto, mit dem ich das nächste Mal hinabspringen werde, aussteigen werde und versuchen werde, beim Aussteigen meinen Wingsuit zu öffnen. Ja, mir geht's spitze, Junge. Bring mich doch mal wieder hoch in den Himalaya, auch ohne, dass wir ein einzelnes Wort miteinander wechseln, weil wir sind solche Kerle, wir brauchen nicht reden. Reden, Emotionen ausdrücken, was ist das schon? Gut, das wissen wir aber zumindest, dass wir hier oben mit höchster Wahrscheinlichkeit wieder auf unseren Sauerstoff achten müssen. Dass wir versuchen sollten, 7602 Meter, vielleicht brauchen wir ja noch keinen Sauerstoff. Wenn möglich versuchen sollten, die versteckte Route zu nehmen und nicht die aggressive.
Ja, da hocken schon wieder zwei. Die freuen sich doch sicher über ein Stück Fleisch, oder? Und ich würde mich dann darüber freuen, wieder ein Fell eines Leoparden möglicherweise zu erhalten. Ja, da wäre jetzt natürlich irgendeine Art schallgedämpfte Waffe gut. Vielleicht diese. Okay, da ist sogar ein Alarm. Oh, mal schauen, ob ich den manuell deaktivieren kann. Wenn die drei alle sind, sollte es klappen. Wenn nicht, wisst ihr was? Wir hauen einfach rein. Und haben unseren Spaß. Na, du schaust dich um. Ob irgendwo ein Gegner ist? Ich glaube, du findest keinen. Ja, ich sollte das. Ihr könntet wie Könige leben, richtig. Wisst ihr, wie ihr auch leben könntet? Wie Tote könntet ihr leben. Wie Leichname könntet ihr leben. Ich möchte versuchen, hier so einen Kill hinzukriegen. So einen doppelten. Ja, genau einen solchen. Handgun Takedown. Blöderweise hat mich jetzt ein anderer gesehen. Von dem ich zumindest grob weiß, wo er sich aufhält. Na, wie kann. Damn you. Einwandfrei. Ich meine, klar, es ist kein besonders guter Plan, einen solchen Ego-Shooter, bei dem es auf schnelle Reflexe ankommt, mit dem Controller zu spielen. Aber im Großteil des Spiels. Oh Gott, ich hätte mir. Verdammt, ich habe völlig vergessen, mir Erste-Hilfe-Kästen zu kaufen. Tja, das wird mich noch teuer zu stehen kommen später. Unter Garantie. Aber ja, ich spiele an sich einfach lieber mit dem Controller. Im Großteil. Nein, ich wollte nicht deine 50 Karte haben. Ich wollte dich nur durchsuchen. Komm schon, hör auf dich so rumzuspassen. Ich möchte dein Hintern berühren. Ach man, warum habe ich nicht seinen Hintern berührt? Wissen die Kollegen jetzt, dass ich da bin oder nicht? Ja, man weiß es nicht. Aber nachdem ihr Wächter hier oben erlegt wurde. Oh, wir haben hier was zu lesen. Der Minensicherheits. Die Minensicherheitsaufnahme, die tägliche. Frische Sklaven sind angekommen. Sie werden direkt am nächsten Morgen zur Arbeit geschickt. Auch zwei Vorratsfahrzeuge sind angekommen. Die werden über Nacht bleiben und morgen, nachdem sie abgeladen wurden, wieder zurückfahren. Wir haben Neuigkeiten gehört, dass King Min selbst hierher zur Mine kommen könnte, um den Blutrubin abzuholen, den wir letzte Woche gefunden haben. Aber sie werden ihn nicht mehr abholen können. Er wird ihn nicht mehr abholen können, natürlich. Wie ich vorhin sagte, wir werden versuchen, den ruhigen Weg zu nehmen. Hintenrum, leise. Vorsichtig, auch wenn Stealth nicht unbedingt meine Stärke ist. Was ist eigentlich meine Stärke? Andauernd zu plappern ist, glaube ich, meine Stärke. Okay, Buddy. Ich nehme stark an, dass du dich hier befinden wirst. Und das sieht aus wie ein Wachposten. Das habe ich gesagt. Hör auf, dich so viel zu bewegen! Und dann schafft er es auch noch, mich zu treffen. Und sie schaffen es auch noch, den Alarm zu machen. Oh Gott, und ich bin so bescheuert und nehme. Ach, gute Güte, ja, ich habe jetzt gerade die ganze Zeit andere Spiele gespielt, in denen ich über meine Richtungstasten die Waffen direkt auswählen konnte. Und deswegen. Ja, Begründung, Begründung, Begründung. Deswegen habe ich auf jeden Fall gerade diesen Mist gebaut. Wir werden gleich wieder den gleichen Fehler begehen. Oder aber versuchen, still und leise hinten rum zu gelangen. So, die beiden haben wir markiert. Ja, hier oben sollte unser erstes Ziel sein. Ja, der Rubin ist mit
Sicherheit sehr viel wert. Aber ihr habt nicht so besonders viel davon. Ich habe gerade schnell nach unten gezielt, da ich fürchtete, dass er den Bogen schon gezogen hatte. Echt? Okay, war schnell genug. War noch schnell genug. Ich brauche die Bögen der Personen nicht aufnehmen, da ich weiß, wo ich hier neue und mehr Pfeile wieder hinkriegen werde. Also was sage ich denn? Bögen? Pfeile? Und im Moment habe ich auch noch keine Sorge. What? I'm fucking dead? You stupid kid, you are dead. So sieht's nämlich aus. Du bist tot und deine Kollegen auch. Ihr seid tot. Alle seid ihr tot und ich lebe noch. Gut, ihr habt mich zwar schon mal in einem vorherigen Leben getötet, aber... Tja, das war ein vorhergehendes Leben. In diesem... werdet ihr zumindest nicht diejenigen sein, die mich erlegt haben. Nicht, dass ich jetzt hier plötzlich eine Anwandlung von Selbstbewusstsein und Übermut kriege. Ich weiß schon mal, dass sich dort oben wieder einer befindet, den ich versuchen sollte, aus der Ferne zu erlegen, weil... weil er sich so viel bewegt. Nein. Weil er ein Wächter ist. Markier ihn doch endlich. Okay, der ist down. Und da ist ein Erste-Hilfe-Kasten, den nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Ja, die Granaten konnte ich natürlich nicht mitnehmen, das war mir schon klar. Aber den Erste-Hilfe-Kasten würde ich gerne mitnehmen. Wo bist du? Du bist schon mal down. Oh Gott. Okay. Änderung des Planes. Hardcore. Hardcore Action. Okay, der Scheißalarm muss erstmal dran glauben. Dafür nehme ich einfach dich hier. Okay, der Scheißalarm hat dran geglaubt. Das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem auch noch dran glauben werde. Aber zumindest habe ich jetzt grobe Überlebenschancen. Aus dem Wunsch heraus, eventuell... im Kampf, im fairen Kampf, Mann, gegen etliche Männer als Sieger hervorzugehen. Gut, ich brauche hier oben schon mal keine. Schon mal keine Sauerstoff zu fürchten. Das ist doch schon mal was. Auto Aim, ich liebe dich. Weißt du das? Ich liebe dich. Ich weiß, wo du dich befindest, du Arschloch. Und ich weiß, dass ich mich anbrenne, was ziemlich bescheuert ist. Jetzt weiß ich wirklich, wo du dich befindest. Ernsthaft? So, meine lieben Kollegen, so habe ich das gerne. Ich kann stealthy vorgehen, muss aber nicht. Hab tatsächlich auch die Möglichkeit, das zu überleben, wenn ich nicht stealthy vorgehe. So wie gerade. Oder wenn ich einfach den Mist baue. Das Allernervigste finde ich ja, wenn ich bei einem Game stealthy vorgehen muss.
Und schon wenn der Alarm losgeht, Ärger krieg und den Auftrag neu beginnen muss. Ich habe schon gesehen, dass da oben noch ein Alarm läuft, aber ich möchte erstmal mich vorbereiten darauf, dass eventuell neue Gegner auf mich zukommen. Das heißt, ich wollte erstmal meinen Raketenwerfer nachladen, möchte jetzt hier noch ein bisschen ausräumen. Alle Hintern berühren für all das viele Geld, was ich nicht im geringsten brauche. Ja, wobei die Signaturwaffen sind relativ teuer. Das heißt, es lohnt sich doch durchaus, ein bisschen Geld einzusammeln. Anstatt nur ja, anstatt es einfach zu ignorieren. Komm ich da irgendwo rauf? Sieht nicht so aus, ne? Ah, doch, hier. Auch wenn ich die meisten Signaturwaffen noch nicht nehmen kann, gehe ich doch stark davon aus, dass ich sie in Zukunft irgendwann nehmen können werde. Ah, die haben hier eine Zugbrücke. Na, das ist natürlich gemein. An der Stelle komme ich jetzt natürlich nicht rüber. Hallo? Schnauze? Vielleicht? Schnauze? So. Echt jetzt. Nerviges Drecksteil. Gibt hier einfach vor sich hin. Die Musik ist auch ziemlich cool. Erinnert mich auch ein bisschen an den Blood Dragon Teil vom Dreier. Den ich ja ganz großartig fand, muss ich ehrlich sagen. Oh, Erste-Hilfe-Kasten. Meiner. Ja, ich weiß, ich benutze nie Wurfwaffen. Das ist einfach. Das ist Teil meiner Philosophie. Nein, das wäre weit zu viel Wert hineingelegt. Es ist einfach nur so, dass ich meistens keine benutze, weil ich zu langsam bin, zu sehr vom Spiel abgelenkt bin. Das letzte Mal sind wir beim letzten Teil tatsächlich völlig ohne Kampf vorangekommen, was ich ziemlich cool fand. Aber dieses Mal scheint es nicht mehr so gut zu gehen, nachdem ich... Hey, Buddy. Sniper, huh? Ich hasse dich. Weißt du was? Ich hasse dich schon jetzt. Ich hasse dich und ich hasse deine Familie. Ich hasse deine Brüder. Am allermeisten hasse ich deine Schwester. Okay. Na, jetzt bewegt er sich auch noch. Ich hasse dich. Willst du dich jetzt ernsthaft auch noch bewegen? Schon so weit weg? Und natürlich hat er mich gesehen. Also er hat mich nicht gesehen, aber er hat mitbekommen, wo ich bin. Na, ob ich da noch rauskomme lebend? Oder mehr oder weniger ungesehen. Ach, scheiß Collision Box. Na also. Gut, da bin ich jetzt zumindest mal noch rausgekommen. Aber wahrscheinlich werden sie jetzt dann auch nochmal den Leichnam ihres Kollegen finden. Oder mitbekommen, dass ich mich hier oben befinde. Aber wisst ihr was? Das ist eine Sache, die wir erst in der nächsten Episode herausfinden werden. Jedenfalls die Ergebnisse dessen. Denn wir sind schon wieder gut bei 20 Minuten angekommen. Und ich hoffe, ihr hattet ähnliche Freude wie ich wieder daran. Kommt also entsprechend morgen auch wieder zur 30. Episode von Far Cry 4. Sagt mir doch mal in einem Like, in einem Kommentar, was euch so passt, gefällt oder nicht. Was ihr gerne anderes sehen würdet. Oder auch, woher ihr meine Channel überhaupt gefunden habt. Ich freue mich über jegliche Kommunikation mit euch. Solange sie nicht trollig ist. Ansonsten macht euch einen schönen Abend, Nacht oder Tag. Und gehabt euch wohl.